Wir befinden uns im Jahr 2009. Mein Kollege, du bist mit einer Metropolitan-Garnitur soeben aus Düsseldorf hier im Kölner Hauptbahnhof eingetroffen und wirst IC 1119 nun noch weiter bis nach Koblenz Hauptbahnhof bringen, wo dich dann ein Kollege ablöst. Aus szenariotechnischen Gründen müssen SIFA und PZB noch dazugeschaltet werden, sowie die Türen freigegeben werden. Gute Fahrt. Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge hier im Train Simulator 2020, hier auf meinem Kanal. Und heute fahren wir mal den ICE Steuerwagen. Also, ja, mit dem Metropolitan, also so genannt auch ICE, mit der Baureihe 101 hinten dran als Schublock. Und dann können wir schon mal sagen, schließen wir mal das Fenster und können auch schon direkt die Türen freigeben. Da machen wir mal die Instrumentenbeleuchtung ein. So. Und die MTDs können wir mal auf dunkel schalten, weil... Ja. Hier ist der wunderschöne ICE Steuerwagen. Mit Soundupdate von Linus F habe ich noch dazu installiert. Also was eigentlich nur für den, IC Steuerwagen kompatibel ist, aber durch einen kleinen Patch ist das Soundupdate auch mit dem ICE Steuerwagen kompatibel. Und wir können den Sichtfeld noch ein bisschen so. So. So hakt man perfekt hier im Führerstand. Ja, und ich habe auch ein neues PC-Tisch bekommen, also ein neues Tisch für mein PC. Und ja, einen neuen und schönen Tisch. Hier eine Baureihe 423 der S-Bahn Köln. Sehr schön. S6 Essen. Hier steht noch eine Baureihe 111. Mit Dostos, mit DR-Dostos. Schöne alte Dostos. Ach, Koblenz, Hauptbahnhof. Daher steht noch ein ICE3. Und ja. Wieder mit sehr schön viel KI-Verkehr. Was man von Schwennefi kennt. Er fährt noch ein IC ein. Mit einer 120er vorne dran. Ah, mit einem kaputten Steuerwagen. Sandwich. Noch 920er ist hinten dran gehängt. Okay, dann sage ich mal, gehen wir mal in den Führerstand rein. Lösen unsere Bremse. Und wir können auch schon abfahren.
Hier fährt eine 112er mit Astos. Wer hat die 112er überhaupt hier in Köln? Hier im Raum Köln? Also. Kann sein, dass sie am 2009 hier im Raum Köln gefahren ist. Na gut, ist ja auch Jahr 2009 und. Kann schon möglich sein. So. 1000 Hertz, ich glaube. Man unter 25 bleiben. Ah, ein Quietschi. Da steht einfach Regionalbahn drauf, oder? Ja. So, jetzt können wir schneller. Also jetzt macht es auch Spaß, mit dem ICE-Steuerwagen zu fahren. Mit dem Sound-Update von Linus F. Also durch ein kleines Patch. Da kann man jetzt auch, auch den ICE, also auch den Soundmod für den IC-Steuerwagen von Linus F. auch für den ICE-Steuerwagen benutzen von VR. Und ja, hat auch vorher Spaß gemacht, mit dem zu fahren, aber jetzt macht das Supernado grüßt auch die in Köln Hauptbahnhof zu bestiegene Fahrgäste im Intercity 1119 auf der Fahrt nach Stuttgart Hauptbahnhof. Unter anderem mit unterwegs halten in Bonn Hauptbahnhof, Koblenz Hauptbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof und wünscht eine angenehme Fahrt. Unser nächster planmäßiger Halt wird dann Bonn Hauptbahnhof sein. Ladies and gentlemen, we say hello to all passengers who join our train in Köln Main Station on its journey to Stuttgart Main Station via Bonn Main Station, Koblenz Main Station and Mainz Main Station. We wish you a pleasant journey. Our next stop will be Bonn Main Station. Ja. Ja, was ich sagen wollte, ja. Dass jetzt der ICE-Steuerwagen viel mehr Spaß macht zu fahren als vorher. Also mit dem Soundmod. Ja genau, durch diesen kleinen Patch da kann man jetzt diesen Soundmod auch für den ICE-Steuerwagen benutzen und sogar auch für den Steuerwagen, also für den IC-Steuerwagen. Also was bei der Baureihe 120 mitgeliefert wird, was bei der Baureihe 120 mitgeliefert wird. Und es gibt jetzt auch für den und sogar auch für den für den Interregio Steuerwagen könnt ihr den Soundmod jetzt auch fahren. Also mit Dostos. Und haben sich hier drinnen auch die Sounds verändert oder nur von außen? Also, oder nur im Führerstand. Ja genau, also ich meinte, ob die Sounds sich auch im Fahrgastraum verändert haben oder nur im Führerstand. Ja, aber ich glaube, nur im Führerstand haben sich die Sounds geändert. Im Fahrgastraum und von außen nicht.
hier auf der Route Köln-Koblenz V2. Jetzt können wir schneller. Wirklich große Klasse. Sounds, die hören sich wirklich sehr, sehr geil an. Also kann ich Ihnen nur empfehlen, diesen Sound mal zu herunterladen. Also, ja, natürlich braucht ihr ja erst ein Sound-Update von Linus F. für den IC-Steuerwagen und dann noch den Patch, damit der Soundmod auch für den anderen Steuerwagen funktioniert. Zum Beispiel für den IC-Steuerwagen könnt ihr jetzt diesen Soundmod auch benutzen. Und und auch für den IR-Steuerwagen, also für den Interregio-Steuerwagen könnt ihr es benutzen und auch für den IC-Steuerwagen, der bei der Baureihe 120 mitgeliefert wird, also für die 120 Steuerwagen auch noch. Bonn Hauptbahnhof und Remagen halten wir heute. Können wir mal ein schönes Thumbnail machen. Ja, die Gleise, die sehen geil aus, ne? Die Signale, die sind jetzt auch ausgetauscht worden und vieles ist jetzt anders. Also die Route ist jetzt nicht mehr wieder zu erkennen. Also Wiedererkennungswert ist nicht mehr da. Also von der Standardroute kann man nichts mehr wiedererkennen. Schön 101 mit IC-Wagen.
ganz schöne Sicht. Oh. Da ist sie gefahren. Uhr muss man im Hauptbahnhof sein und 15.37 Uhr abfahren. Da kommt jetzt gleich die Ansage. Von Hauptbahnhof.
Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Fahrplan mit Inhalt Bonn Hauptbahnhof. In Bonn Hauptbahnhof haben Sie einen Anschluss an eine Regionalbahn nach Bad Zweifel über Bonn-Duisdorf um 15:47 von Gleis 5 sowie an eine Regionalbahn nach Ahrbrück über Bonn-Bad Godesberg von Wehlem um 15:49 von Gleis 4. Im Namen des Zugpersonals verabschieden wir uns von allen aussteigenden Fahrgästen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, gegebenenfalls eine weitere Reise. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, if you may arrive at Bonn Main Station. In name of Deutsche Bahn and Schreko, we say goodbye to all passengers who leave our train at Bonn Main Station and wish you a nice day or pleasant onward journey. For your connections, please check the loudspeaker announcements. Der Ausstieg in Bonn Hauptbahnhof ist eine Fahrt. Nein! Oh Mann! Wie so eine Zwangse. Mann! Schnauze! So. Gut jetzt. Ja, los. Also, der fährt. Ja, das sehen wir schon. Bonn Hauptbahnhof. Und hier unsere Schublok BR101. Und wir haben auch schon wieder Abfahrt. Hier steht noch ein Lind 41 hier rechts. Dann sage ich mal, fahren wir mal ab. Nächster Halt ist Remagen. Dort müssen wir planmäßig um 15:49 Uhr ankommen.
und 15.50 Uhr abfahren, aber... Das Zugpersonal heißt auch alle in Bonn Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste herzlich willkommen im IC 1119 auf seiner Fahrt nach Stuttgart Hauptbahnhof und dann damit unterwegs halten im Koblenz Hauptbahnhof, Mainz Hauptbahnhof, Mannheim Hauptbahnhof und wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt wird dann Rehmagen sein. Ladies and gentlemen, we say hello to passengers who join our train at Bonn Main Station. And wish you a pleasant journey. Our next stop will be Rehmagen. Ja, also ich habe total vergessen, dass wir, dass man da nur 60 km/h darf, aber okay, egal. Da ist das DDG-Haus. Ja. Ja, die Gebäude dort, wo DDG ist, da werden die ganzen, ja, hier noch ein IC, ja, aber keine Ahnung, ob da auch in Wirklichkeit da ein DDG-Haus ist, hier im Bonn Hauptbahnhof, also, oder Bonn, ja, aber ich würde mal sagen, nein, es gibt kein DDG-Haus hier in Bonn. Also würde ich mal sagen, nein. Ja, dieses Szenario ist ja auch der Lord Zwangse gefahren am Sonntag im Stream. Ja, dieses Szenario ist zweiteilig. Also wir fahren den ersten Teil und ja, und die zweite Teil kommt dann morgen oder irgendwann mal, aber das wird sicher noch kommen, beide Teil. Hier steht ein Quietschi. Fährt wahrscheinlich bis nach Köln oder irgendwo hin.
schon sehr schön aus. Bald kommt ja auch der 3D-Zug ICE1, der ICE1 von 3D-Zug, und dazu wird auf jeden Fall ein Video kommen oder ich mache ein Livestream von dem 3D-Zug ICE1. Mal gucken, was davon kommen wird. Entweder ein Vorstellungsvideo oder ein Livestream. Zu Remagen erreichen wir in, Achtung, in Remagen erreichen wir in 3 Minuten, 15.49 Uhr. Ankunft. Hier noch ein Regionalzug. Nö, was ist das los? Unten 146.0 vorne dran. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze reichen wir dann nach Remagen. Das Personal bedankt sich bei allen hier aus- oder umsteigenden Fahrgästen für die Mitfahrt und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag, gegebenenfalls eine angenehme Weiterreise. Auf Wiedersehen. Der Aufstieg befindet sich in Remagen in Fahrtrichtung links. Rangfunk Nummer 2.
sind 41. Hertz. Aber wir kommen spät in Remagen an. Dann halten wir da vorne an. So. Ja, dann sage ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder und damit ciao. Bis zum nächsten Mal, eure Adriano LP.